Hallo meine Lieben und willkommen zu Tag 15 von Vlogmas. Die Zeit vergeht so schnell. Ach Leute, ich bin müde, ich habe keine Lust mehr. Ich freue mich richtig doll darauf, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, einfach nach Hause zu kommen und mich aufs Sofa zu legen und da zu verweilen. Gestern sind wir tatsächlich mal um 23:30 Uhr eingeschlafen, das ist sehr schön. Geschlafen habe ich so mittelmäßig. Ich denke jetzt auch schon mal out of the day, denn ich bin schon wieder spät dran. Es ist heute einfach ein klassischer schwarzer Rollkragenpullover. Und eine Jeans. Und ich habe das erste Mal morgens im Badezimmer geheizt. Und ich habe den Entschluss gefasst, es bringt irgendwie nichts, weil es trotzdem super kalt war nach der Dusche. Das Wasser ist halt auch nicht so richtig heiß, aber ja. Ich werde mich jetzt aufmachen zur Arbeit. Hoffe, der Tag vergeht schnell. Und dann will ich wirklich einfach nur mich aufs Sofa kuscheln. Ich bin done. Ja, morgen nochmal los zur Arbeit. Und dann halt Samstag nochmal früh aufstehen für den Zug. Aber ich überstehe das schon und ihr werdet dabei sein. Ich habe zwei eklige und perverse Katzen. Ich wollte gerade so einen ekligen Nudeltopf essen zum Aufgießen, weil ich irgendwie gerne was Warmes wollte. Ist ein bisschen eklige Scheiße, aber ich finde, am Ende sollte ich selber aber noch selber entscheiden, ob ich das essen möchte oder nicht. Denn die Beine sind auch komplett runtergeschmissen. Ich habe versucht, alles, was noch ging, am Boden abzukratzen. Aber die haben ein paar trockene Nudeln jetzt gegessen und lecken jetzt dieses Pulver auf. Es ist doch nicht euer Ernst. Also, ist fast alles wieder in dem Ding drin, aber dass man halt nicht mal sowas stehen lassen kann für 2 Minuten. Krass. Ja, ich habe gerade meinen Pralinen-Adventskalender geplündert. Als erste Mahlzeit meines Tages, was ich völlig in Ordnung finde. Machen wir jetzt diesen Nudeltopf, machen wir noch ein bisschen Blattspinat rein, glaube ich, weil ich den super vertrage wegen der Histaminintoleranz. Ach, einfach so dumm, ne? Ich mach's trotzdem mal wieder. Und, ja. Arbeit heute, das war aber noch komplett krass. Heute war so viel los. Jeden Tag wird es mehr. Es ist wirklich unnormal. Ich bin noch eine Stunde länger geblieben, weil ich einfach dachte, okay, ich kann ja nicht. Er hängt schon, seht ihr das? Er hängt schon wieder in diesem scheiß Nudeltopf. Barney. Naja. Jetzt, wo ich zu Hause bin, ich will wieder gehabt, die Wohnung zu putzen, aber ich mache das jetzt nicht, weil ich habe mir jetzt den ganzen Tag gesagt, ich habe einen gemütlichen Nachmittag, was mache ich jetzt auch? Ich habe nicht mal auf der Arbeit geschafft, mir einen Tee zu kochen. So viel war los. Ich habe nicht mal geschafft, aufs Klo zu gehen. Ich werde jetzt hier meinen heutigen Tee nehmen. Mint Refresh. Heute stand übrigens auf dem Adventskalender 15 hier. Glücklich ist, wer köstlich ist, sich denn mit Minze und Rose sanft erfrischt. Ja. Ich werde jetzt gleich auch meine Videos noch schneiden, die ich zu schneiden habe und richtig hochladen und meinen Tee machen, mir eine Wärmflasche machen und mich aufs Sofa legen. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor meine Mutter dann Samstag herkommt für die Katzen, wenn sie überhaupt noch einen Schirm hat. Aber ja, ich finde es erstmal gerade okay. Jo. Wir haben, Leute, wir haben was bestellt bei Flink. Und zwar diese süße Miezekatze. Bist du süß und fliegt die mit dir? Ja, du bist mein. Oh Gott. Diese süße Miezekatze, der ist sehr süß. Bist du süß? Oh Mann, er liebt Tüten. Ach, Barney. Wir machen uns gerade Burger. Baby, sind wir auf dem Sofa eingeschlafen? Leider ja. Es gibt Laugenburger. Wir haben richtig geile Soßen und Cocktail auch. Ne, die wollen wir wegtun. Wir haben Aioli Knoblauch und Barbecue Whisky. Und es gibt Chicken Burger und Hackfleisch. Genau, die sind vegan, ja. Und Pommes. Ja, fang gerne an. Und hier haben wir schon Salat und Zwiebeln und Tomaten. Und ich glaube, das wird ein Gaudi. Ist übrigens mein Look of the Evening. Übrigens, ich hatte ja auf den AB gesprochen. Beziehungsweise, ja, ich bin ja nicht durchgekommen beim Arzt und wollte ja meinen Termin ändern. Ich habe ja gesagt, dass ich den Termin nicht wahrnehmen kann, weil ich Spätschicht habe und Terminvorschläge gegeben. Beziehungsweise gesagt, wann ich Zeit habe. Hab heute auf dem AB eine Nachricht gehabt, wo ich mir auch denke, so, wenn ich offensichtlich gesagt habe, dass ich die ganze Woche Frühschicht habe, verstehe ich nicht, warum die mich anrufen um 9 Uhr, wo ich logischerweise auf der Arbeit war. Auf dem AB hatten die mir dann gesprochen, dass ich ja einen Termin wollte, dass ich ja schon einen Termin habe am 20.12., wo ich dachte, hat das sich überhaupt jemand angehört? Und ich habe tatsächlich schon einen Termin am 20.12. um 16:45 Uhr. Allerdings kann ich den nicht wahrnehmen, weil ich da leider Spätdienst habe. Oh, kann ich den nicht wahrnehmen? Das habe ich leider ein bisschen sauer gemacht, habe ich versucht zurückzurufen, dann war wieder besetzt. Und ich würde es jetzt gerne klären, aber es nervt mich leider ein bisschen. Naja, so viel dazu. So, meine Lieben, meine Frisur ist gerade total abgestürzt wegen der Mütze, die ich die ganze Zeit getragen habe. Wir haben jetzt noch Rosins Restaurants geguckt und es war ein sehr, sehr schöner Abend. Dass ich wieder geschlafen haben, weil der Tag ist irgendwie doch recht kurz und ich bin ja halt auch gar nicht müde, allerdings ist es auch schon 23:30 Uhr, ich muss so ins Bett. Marius hat ja morgen schon frei, aber ich muss leider morgen nochmal.
Das hatte ich mir doch Samstag früh auch schon ein bisschen so, das ist ein bisschen unmotivierend jetzt, aber ich habe mich einfach verschlafen, denke ich, habe heute zwei Videos geschnitten. Ich glaube, ich kann endlich aufholen, seine Videos, ich zurückhänge. Und ja, ich nehme mich natürlich morgen wieder mit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es vielleicht ein bisschen kürzer war. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Und am meisten könnt ihr mich immer mit einem Abo unterstützen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Ciao.